Wie viele Projektile hast du in dir? Ich denke 16. Wäre vielleicht gut, wenn du dich von einem Arzt untersuchen lässt. Vielleicht solltest du dich mal von einem Arzt untersuchen lassen. Ich habe nie eine Kugel abgekriegt. Weil ich dich gedeckt habe. Sie haben bestimmt von dem Gefängnisausbruch gehört. Das waren Bonnie und Clyde. Mrs. Governor, das sollte ein Ende haben. Sie haben mehr als ein Dutzend bewaffneter Überfälle und kaltblütige Morde begangen. Was gedenken Sie wegen Bonnie und Clyde zu tun? Wir werden sie fassen. Das könnt ihr gerne als Schlagzeile nehmen, Jungs. Es gibt nur einen, der sie schnappen kann. Ich komme zurück. Hast du noch einen Platz da drin? Du hast nicht mal gepackt. Ach, zum Teufel, steig ein. Wir haben 1934. Gangster, Maschinenpistolen. Und Sie wollen Revolverhelden auf die ansetzen? Texas Rangers. Wie wir soeben erfahren haben, sind in der Nähe von Commerce, Oklahoma, zwei Polizisten erschossen worden. Möglicherweise trägt auch dieses Verbrechen die Handschrift von Bonnie und Clyde. Forgive me, Father, for I have seen. Dies ist eine sehr gut koordinierte Operation. So much pain and suffering. Straßenblockaden, Luftüberwachung. Deine Zeit ist vorbei, Cowboy. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Früher brauchte man Talent, damit über einen geschrieben wurde. Heute muss man nur Menschen umlegen. Sie hat ihn mit dem Fuß umgedreht, damit er sehen konnte, was passiert. Hallo, Süßer. Das ging jetzt weit genug. Wir bringen sie zur Strecke. Was für eine tolle Idee. Wer sind diese Herren da? Wir sind die bösen Jungs. Sie sind hier am falschen Ort, Mister. Hier in der Gegend ist Clyde der King. Clyde ist vielleicht der King, aber ich bin ein Texas Ranger, du kleiner Scheißer. No, he didn't see me.